Good morning, good afternoon, good evening, everyone, depending on where you're joining us from today. My name is Courtney Gold. I'm going to be your moderator today for today's webinar, DevOps 101 CICD. Just a quick couple housekeeping items before we get started. This is being recorded. We will be sending it out within 24 to 48 hours. Don't worry about missing anything or wanting to send it to a coworker. Really important, we are here to answer your questions. Please do so in the bottom right-hand corner, and we will get those questions answered to you as soon as possible. If we can't get those questions answered to you today in the time allowed, we will answer those via webinars@jfrog.com. That's webinars@jfrog.com. And other than that, I want to hand it off to our wonderful speaker, Frederick. Off to you, Frederick. Go ahead. Thank you so much, Courtney, for introducing me. Hallo zusammen, mein Name ist Friedrich, ich bin Solution Engineer bei JFrog und möchte mit euch heute einmal über das Thema CI/CD gehen. Während des Webinars könnt ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr so nett seid und die auf Englisch formuliert, dass Courtney die dann annehmen kann und dann gibt sie wieder mir und dann werde ich sie hier einmal laut vorlesen bzw. auch dann beantworten. Ja, schön, dass das heute klappt. CI/CD ist heute unser Thema, ist ein Riesenblock. Ich werde natürlich nicht alles covern, aber einfach mal so einen kleinen Überblick geben, so ein paar erste Ideen sammeln und diskutieren. Generell, also als ich angefangen habe mit dem ganzen Thema DevOps und speziell eben CI/CD, das Erste, was ich mitgenommen habe, das ist wirklich kein einfaches Thema. Fängt damit an, dass ich teilweise schon die Erklärung in der Erklärung nicht verstanden habe. Weil es einfach so viele Zusatzbegriffe sind, weil irgendwelche Sachen vorausgesetzt werden, weil es beliebig kompliziert werden kann. Und ich sag mal, sobald man erstmal in den Themen drin ist, ist das alles nicht mehr so schwer. Aber wenn man eben neu ist, dann kann man da ganz schön kämpfen. Wofür steht CI/CD eigentlich? Das CI, das steht für Continuous Integration. Das CD steht für Continuous Delivery. Und das sind unterschiedliche Sachen. Hört sich zwar ähnlich an, ist aber tatsächlich nicht dasselbe, wird manchmal, sag ich mal, in den Gesprächen auch nicht ganz korrekt benutzt. Und ich erinnere mich noch, als mir das erste Mal einer erklärt hat, ist er schwer darüber gestolpert, was jetzt der Unterschied ist zwischen Continuous Integration, Continuous Deployment und Continuous Delivery. Wir wollen uns heute wirklich darauf fokussieren, was ist der Unterschied zwischen Continuous Integration und Continuous Delivery. Und es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie es aussieht. Ganz generell, ihr seht hier den Zyklus, den wir durchlaufen, wenn wir Applikationen bauen. Es fängt damit an, dass ich irgendwas plane, code und dann wird es schon komplizierter. Ich muss das Ganze bauen. Speziell dann, wenn mein Code Abhängigkeiten enthält zu irgendwelchen Artefakten, die andere zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Bibliotheken einbinde etc. Dann gehe ich in den Test, in das Release und dann ins Deployment. Sobald meine Applikation deployed ist, muss das Ganze betrieben werden und dann will ich natürlich messen, wie das läuft, also ob alles, was ich von der Applikation haben wollte, ob das im Betrieb auch wirklich so erfüllt wird und dann gehe ich in die kontinuierliche Verbesserung und plane das nächste Release meines Codes. Und dann geht das ganze Spiel einfach von vorne los. Ich glaube, das ist eigentlich sozusagen kein Hexenwerk, aber immerhin, wenn man das sozusagen automatisieren will, wenn man da schnell werden will, wenn man sozusagen das CI/CD leben will, dann kann das schon beliebig schwierig werden. Was heißt kontinuierliche Integration, also Continuous Integration? Generell heißt es, dass ich nicht einmal zum Beispiel pro Woche oder wie das früher häufig war, dass man dann einmal im Monat ein Bild macht, sondern dass man das kontinuierlich macht. Auch das kann beliebig oft sein, ja? Das kann einmal in der Stunde sein. Amazon sagt, alle 11 Sekunden machen sie eine Integration. Also ein Continuous Integration heißt wirklich kontinuierlich daran arbeiten. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass jedes Mal, wenn ich meinen Code committe, dass dann automatisiert ein Build ausgelöst wird, der dann durchläuft. So, was dabei passiert, logischerweise, ist, dass ich extrem viele
Builds am Ende habe. Das heißt, ich hab sehr viele Artefakte. Das ist die eine Seite. Das kann im Speicher relativ teuer werden, wenn ich das alles eben irgendwo vorhalten will. Und natürlich, ich muss dann, genau wie beim Code auch, irgendwo eine Nachverfolgbarkeit haben, was ich eigentlich verändert habe in den verschiedenen Phasen. Genau, das wäre jetzt einfach mal mein erster Kommentar zu Continuous Integration. Und man hat das Gefühl, das ist alles ganz, ganz neu, aber wenn wir mal in die Geschichte gucken, Continuous Integration hat schon in den frühen 90ern angefangen. Und zwar mit genau denselben Ideen, die man heute hat. Man hat einfach gemerkt, wir sind zu langsam, wenn wir immer erst bauen und Releases machen und dann erst Feedback bekommen und dann im Zweifelsfall feststellen, dass einiges an Arbeit umsonst war. Das heißt, wir müssen sehr viel kürzere Feedbackschleifen haben von der Erstellung des Codes bis zum Anwender oder Konsumenten oder von mir aus auch Tester, der sich das Ganze anguckt und schaut, ob sowohl jetzt die Anforderungen erfüllt wurden, aber das davor natürlich auch, ob das Ganze überhaupt funktioniert und gebaut werden kann. Der Punkt ist, früher hatte man nicht die Tools, um sowas zu machen. Da stehen wir natürlich heute noch schon sehr viel besser da. Ich habe gerade gesagt, dass das Ganze fing an in den frühen 90ern. Das hat, also derjenige, der damit angefangen hat, war Grady Booch. Der hat ein Buch geschrieben, das hieß Objektorientierte Analyse und Design, also Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Und er hat sich im Endeffekt dafür eingesetzt, dass man generell Abhängigkeiten einsetzt, das heißt, dass man eben auf Bibliotheken zurückgreift, die es schon gibt, und dass man kontinuierlich integriert, das heißt, dass man kontinuierlich baut und schaut, ob alles sozusagen plangemäß funktioniert. 97 bekam sozusagen extreme Programmierung, ist schon blöd, wenn man das immer übersetzt, aber Extreme Programming wurde bekannt, hat auf dieser Methode von Booch aufgebaut. Und da ging es im Endeffekt sozusagen, man hat versucht, das Ganze weiterzutreiben und zu sagen, wir machen mehrfach am Tag ein Release. Und das ist natürlich klar, dass das war für damals, war das revolutionär. Und weil man das damals in Angriff genommen hat, sind wir heute so weit, dass wir wirklich super kurze Release-Zyklen haben, wie eben beispielsweise, ich habe schon gesagt, Amazon, die deployen extrem häufig am Tag. Genau. Ja, und dann vielleicht als abschließenden Punkt 2001. Am Anfang hatten wir eben nicht die Tools, um sowas zu machen. Und man muss auch sagen, war natürlich auch deutlich schwieriger, die entsprechende Rechenleistung zu kriegen. Auf jeden Fall die ersten Open-Source-Tools, um eine Continuous Integration zu ermöglichen, kamen eben Anfang der 2000er auf. Und das erste Tool, was mir dazu einfällt, ist Cruise Control. Aus heutiger Sicht ziemlich primitiv, aber damals eben revolutionär. Das nur so als kurzen Einwurf, wie sich das Ganze entwickelt hat. Heute stehen wir natürlich komplett anders da. Da haben wir mit riesen Baukasten an Möglichkeiten von CI und CD-Tools, die wir verwenden können. Es gibt Tools, die können beides. Es gibt Tools, die ich dafür speziell verwende. Genau, da habe ich einfach die Möglichkeit zu gucken, was ich machen will, und dann suche ich mir das entsprechende Tool aus. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Continuous Delivery und Continuous Deployment? Continuous Delivery heißt die Software-Updates, die ich erzeuge, also alles, was ich sozusagen an Änderungen mache, wird kontinuierlich geliefert. Zusammen mit Continuous Integration heißt das, dass ich die Möglichkeit habe, einen neuen Build sofort auch in die Produktion zu bringen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, die ich definiert habe, damit ein Build produktionsfähig ist. Der Vorteil hier ist, dass ich sozusagen die Zeit von da, wo ich eine Änderung im Code mache, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand anders davon profitieren kann, also ob das jetzt ein Endanwender ist oder ein Kunde oder wer auch immer, dass ich diese Zeit sehr, sehr kurz halte. Und auf dem Weg dahin habe ich in der Continuous Integration meinen Prozess, in dem ich die Applikation baue, in dem ich meine Tests durchführe, im Idealfall auch meine Security-Checks. Und dann basierend darauf habe ich dann mein Ergebnis, also meine Applikation, und die will ich dann kontinuierlich auch deliveren, also liefern. Wenn wir über Deployment reden, ist das ganz ähnlich, aber
Continuous Deployment geht noch einen Tacken weiter. In der Continuous Delivery gibt es noch sozusagen ein manuelles Quality Gate, bevor ich mein Update sozusagen produktiv setze. Könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, ich lasse meine CI-Pipeline laufen und wenn die erfolgreich war, dann wird irgendwo, geht ein Jira-Ticket auf und sagt, okay, also dieser Build ist jetzt ready für Production und dann würde jemand in dem Jira-Ticket irgendwo ein Okay klicken, um das Ganze in die Produktion zu pushen. Continuous Deployment wäre tatsächlich, das komplett zu automatisieren und zu sagen, wir deployen direkt in die Produktion. Das heißt, meine Pipeline muss eine extrem hohe Reife haben, um zu verhindern, dass ich in der Produktion, dass mir in der Produktion irgendwas auf die Bretter geht. Ist aber natürlich das Coolste, weil wenn ich ein Continuous Deployment machen kann, dann habe ich tatsächlich ganz, ganz kurze Feedback-Schleifen, weil derjenige, der am Ende von der Applikation oder was auch immer ich da baue, der davon profitieren soll, der kriegt halt sofort zu sehen, was ich verändert habe und der kann mir dann auch direkt ein Feedback dazu geben. Ich kann dann gegebenenfalls einen Rollback anstoßen oder ich kann mich auch einfach freuen, weil er sagt, genau das habe ich mir so vorgestellt. Also ich habe an der Stelle tatsächlich den Deployment-Zeitraum extrem verkürzt und das ist ja die ganze Idee von DevOps. Wer mit DevOps anfängt, wird es vielleicht nicht gleich so weit treiben, sondern wird vielleicht froh sein, wenn er eine Continuous Delivery hinbekommt, aber ich wollte die beiden Begriffe einfach mal hochwerfen und klären. Gut, was heißt denn dann bitteschön CI/CD? Also was bringt mir CI/CD an den Punkt? Und im Endeffekt ist CI/CD so eine Verschmelzung oder so dieser beiden Begriffe. Das heißt, CI/CD bringt beide Konzepte zusammen. Das heißt, einerseits den Integrationsgedanken, dass ich einen definierten, automatisierten Prozess habe, in dem gebaut wird, in dem getestet wird, in dem auch eben Security-Checks durchgeführt werden und auf der anderen Seite einen definierten Prozess habe, aus dem meine Applikation, wenn sie einmal fertig ist, ins Deployment geht. Und das Ganze sozusagen in einen Prozess zusammenzubringen, das ist natürlich das Allerbeste, weil ich dann, ja, wenn ich es richtig cool mache, eine Pipeline habe, die komplett durchläuft. Das heißt, die sich den Code zieht, dann die verschiedenen Checks durchläuft, dann die Software erstellt und irgendwo ablegt, dann die Software von dem Ablagepunkt wieder rauszieht und dann entsprechend im Feld verteilt. Könnte von mir aus eine dockerisierte App sein, keine Ahnung, eine größere Webseite mit einem Frontend und einem Backend und das Ganze wird sozusagen erst gebaut, dann in meinem Artifactory gespeichert und dann da rausgezogen und entsprechend, weiß ich nicht, in 5 verschiedenen Regionen weltweit verteilt. Und das von mir aus an meiner Steuerung. Das wäre schon richtig cool. So, nachdem ich das so ein bisschen dargestellt habe, wäre die Frage, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und natürlich, wie das so ist, das Erste, was ich brauche, ist natürlich die Idee und dann brauche ich die richtigen Tools. Und ihr habt es gerade schon gesehen, auf der linken Seite, Commit Merged, also ich hätte jetzt irgendeinen Trigger, das könnte eben an der Stelle sein, mein Commit wird aufgenommen und dieser Trigger setzt sozusagen meine Pipeline in Gang. Meine Pipeline ist eine Reihe von Schritten, die ich vordefiniert habe und die kontrolliert ablaufen. Und innerhalb dieser Schritte habe ich dann verschiedene Ausstiegspunkte. Und da seht ihr zuerst, also der Trigger ist der Commodity to Merge. Dann geht das Ganze durch verschiedene Unit-Tests, das heißt, oder auch von mir aus ein Unit-Test, je nachdem, wie groß die Applikation ist. Aber das nächste, was kommt, sind Unit-Tests. Das heißt, ich versuche meine Applikation erstmal zu bauen und dann schaue ich, ob das Ganze überhaupt zusammen, ob das überhaupt gebaut werden kann. Dann geht der Build durch. Ich kann darüber hinaus natürlich noch weitere Tests durchführen. Also so eine Pipeline erlaubt mir, sehr, sehr weitgehende Tests zu bauen. Also gerade wenn es Richtung Integrationstests geht, kann ich mir innerhalb einer Pipeline auch meine komplette Test- und Integrationsinfrastruktur dann einfach ausrollen, darin dann meine Applikation testen, dann wieder deprovisionieren und dann gehe ich in den nächsten Step und das wäre dann an unserer Stelle der Schwachstellen-Scan. Kann aber genauso gut auch sein, dass ich zum Beispiel einen Scan für einen Compliance-Scan durchlaufen lasse, dass bestimmte Lizenzen verwendet werden oder eben auch nicht verwendet werden. Da hat man die ganze Freiheit. Wichtig ist, wenn ich
es beginnt alles mit meinem Trigger. In unserem Fall wäre das jetzt hier eben der gemergte Commit. Und das ist auch absolut nah am richtigen Leben. Und dann sage ich mal, was ich jetzt hier mal zusammengetragen habe, das ist nur ein Beispiel. Das kann das sein. Also ich würde sagen, das ist jetzt so ein Minimalaufriss. Es kann eben auch noch sehr viel mehr sein. Und dann, wenn ich sozusagen den CI-Teil, der reicht bis Vulnerability Scan, wenn ich diesen CI-Teil fertig habe, dann wird das Ergebnis meines Builds ja in Artifactory gespeichert. Ich habe meinen Paketmanager, da wird das Ganze abgelegt. Aber gleichzeitig kann ich die Pipeline eben weiterlaufen lassen und basierend auf den Ergebnissen, die ich hatte, nämlich, dass ich sage, die Tests waren erfolgreich, der Compliance-Scan war erfolgreich, der Schwachstellen-Scan war erfolgreich und genau dafür triggere ich dann mein Deployment. Und dann bin ich den ganzen Weg gegangen, von der Codebasis auf der linken Seite bis in die Laufzeitumgebung in der Produktion auf der rechten Seite. So, ihr wisst jetzt, was CI/CD ist und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich eigentlich meine Applikation updaten? Und ich meine, ein gutes Update ist wichtig, das weiß jeder. Ich bin jetzt ja schon ein paar Tage älter und falls jetzt jemand dabei sein sollte, der auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, ihr werdet euch erinnern, was für ein Drama das früher war, wenn man irgendwie ein Software-Update fahren wollte. Software-Updates waren groß, die kamen meistens auf CD. Und ganz häufig habe ich mir auch mit dem Software-Update habe ich ein paar Probleme gelöst, aber ich habe mir ganz neue eingefangen. Ich erinnere mich jetzt auch meinetwegen irgendwie Windows 2000 Service Pack 4, das kam dann auf irgendeiner PC-CD mit. Genau das sind die Sachen, die man eben, ja, wo man dann durch musste. Und das war generell jetzt keine besonders gute Erfahrung. Und das Allerwichtigste, das ging vor allen Dingen eine Sache nicht, das ging nicht schnell. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schräg, also vielleicht ein bisschen unpassender Vergleich zu unserem Applikationsupdate, aber ihr wisst, was ich meine. In vielen Situationen war es gar nicht möglich, irgendwo ein Update runterzuladen. Das lag einerseits an der Internetverbindung, aber es gab eben auch häufig überhaupt keine. Das heißt, der Hersteller, der muss dann halt einfach eine CD geben oder Disketten, je nachdem, wie weit wir jetzt zurückdenken. Aber jetzt dieser Ansatz, dass man sagt, ja, du lädst es ja halt irgendwo runter, den gab es eben einfach damals noch nicht. Denken wir an unsere ersten Telefone. Ich bin zwar persönlich ein großer Verfechter von diesen alten Knochen, einfach deswegen, weil die meistens besser funktioniert haben als die Dinger heute. Aber einer der Nachteile war, so ein Telefon konnte ich halt nicht so mal eben updaten. Das ist eine komplett andere Nummer heute mit meinem iPhone. Das kriegt halt irgendwie alle 2 Wochen, kriegt das ein neues Betriebssystem spendiert. Und von meiner Seite wird auch nur erwartet, dass ich da irgendwo okay klicke. Was bedeutet das jetzt von der CI/CD-Seite? Das bedeutet, dass wenn ich ein neues Update bekomme, dann geht im Hintergrund arbeiten die Entwickler schon an der nächsten und übernächsten Version. Und die wird entsprechend umgesetzt, gebaut, getestet und dann wird das aber auch gleich in die Produktion geschoben und das heißt eben auch mir angeboten. Und ich sag mal, dass die Qualität von der Software muss natürlich so sein, dass mein Telefon dann auch noch funktioniert. Und ich meine, gut, das ist auch meistens gegeben. Gut. Schauen wir uns das ganze Thema CI/CD mal aus dem Blickwinkel des Verbrauchers an. Also ich habe jetzt schon ein paar Worte gesagt aus der Verbrauchersicht, jetzt wenn ich an mein iPhone denke, klar. Aber ich hätte noch ein schönes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, nämlich das Tesla Model 3. Ihr habt bestimmt schon mal von der Phantombremse gehört. Also falls nicht, dann also es ist ein Problem mit dem Tesla Autopilot. Wenn, und also unter ganz bestimmten Voraussetzungen, wenn die Straße frei ist und wirklich nicht, irgendwie kein sichtbares Hindernis, nichts, dann kann es halt passieren, dass der Autopilot voll in die Eisen geht. Ist natürlich jetzt nicht so schön, sagen wir fast ein bisschen, sag ich mal, ja, dass man schon Angst kriegen kann. Aber wie kommt es denn eigentlich dazu? Und es hat eine Weile gebraucht, um das zu reparieren. Und zwar nicht, weil es schwierig gewesen wäre, rauszufinden, was das Problem war, sondern aus einem völlig anderen Grund. Wegen eines Schachspiels. Tesla hat ganz bestimmt ein CI/CD-System.
Das heißt, Tesla ist mit Sicherheit, was die Softwareentwicklung geht, ziemlich reif. Aber sie haben etwas gemacht, das nennt man Continuous Update, aber sie haben etwas gemacht oder sie haben es nicht hinbekommen, Continuous Updates zu fahren. Stattdessen haben sie sozusagen Release-Zyklen gehabt. Ich möchte mal sagen, der Unterschied ist der, wenn ich Continuous Updates fahre, dann kann ich jede kleine Änderung als einzelnes Update rausschießen. Wenn ich Update-Releases mache, dann habe ich von mir aus 5 oder 10 oder 15 Änderungen, bundle sie in ein Release und dann bringe ich sie in die Produktion. Der Vorteil ist, dass ich sozusagen einen Update-Prozess habe, mit dem ich 15 verschiedene Probleme löse. Der Nachteil ist, dass diese 15 Updates aber abhängig sind voneinander. Das heißt, ich kann sie dann nicht wieder einzeln rausziehen, sondern entweder lasse ich alle 15 Updates drin oder ich ziehe sie alle 15 raus. Und genau das ist Tesla passiert. Das heißt, Tesla hat ein Schachspiel rausgebracht, mit dem der Fahrer auch während der Fahrt spielen kann. Ich meine, ist auch cool. Tesla kann ja auch wohl weitgehend alleine fahren. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber ihr seht schon, was das für ein schöner Bildschirm ist. Jedenfalls, Tesla hat dieses Schachspiel mit rausgebracht und gebundelt mit einem Fix, der dann dazu geführt hat, dass diese Teslas das Phantombremsen gemacht haben. Und was wir daraus lernen können, ist, dass sozusagen das künstliche Erzeugen von Abhängigkeiten, zum Beispiel, indem ich verschiedenste Updates zu einem Release-Bundle zusammenfasse, dass mich das eben nicht weiterbringt und dass das auch dieser, sag ich mal, ja, schon relativ traditionelle Ansatz ist, zu sagen, ich will halt gerne alle, keine Ahnung, 2 Wochen oder alle 4 Wochen alles, was ich bis dahin geschafft habe, in die Produktion rauspushen. Aber continuously heißt eben dauerhaft. Das heißt, immer wenn etwas fertig ist, bringe ich es raus und ich versuche eben auch die Einheiten so klein wie möglich zu halten, damit ich entsprechend dann auch granular deployen kann, aber mein Rollback eben auch entsprechend granular laufen kann. Schauen wir uns das Ganze aus dem Blickwinkel des Geldes an. Was meine ich damit? CICD, ich habe es jetzt gesagt, aus Verbrauchersicht wäre es ganz cool. Ne? Hätte Tesla das so gemacht, dann hätte man das Problem mit dem Phantombremsen deutlich schneller lösen können, denn die Ursache war natürlich sofort klar. Aber schauen wir uns das Ganze an. Was kann das kosten, wenn man CICD nicht macht? Und das möchte ich euch einmal zeigen. Beispiel jetzt hier, Knight Capital, die haben, 2012 ist schon ein paar Tage her, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da gab es ein Software-Update, das einfach nicht funktioniert hat, um es mal so zu sagen. Und das wurde eingespielt in einer Software für Banken und das hat dazu geführt, dass ein größerer Aktienmarkt einfach, sagen wir mal so, zusammengebrochen ist. Und das Ganze wurde an der New Yorker Börse gehandelt und innerhalb von einem Tag ist da so viel zusammengebrochen, dass man sagen kann, okay, hier, das war, das, ich sag mal so, das hat 440 Millionen gekostet, einfach nur, weil man diese Software nicht richtig getestet hat und weil man sozusagen nicht kontinuierlich gebaut hat. Genau. Als die Software dann in die Produktion gegangen ist, da ist im Endeffekt, ja, man kann es nicht anders sagen, es ist alles kaputt gegangen. Die mussten 7 verschiedene Maschinen zurückrollen. Die Maschinen sind dann unter Überlast gelaufen. Es gab kein Logging, es gab kein Monitoring, keiner wusste mehr, was los ist. Das Ganze hat damit geendet, dass Knight Capital halt 440 Millionen verloren hat. Und ganz zum Schluss sind die halt pleite gegangen. Einerseits klar, tragisch für die, ärgerlich aus der Perspektive dessen, der da halt in diesen Tagen handeln wollte. Aber alle Systeme, die dazu beigetragen haben, dass das Update nicht gelaufen ist, sind alle manuell abgedatet worden. Und das ist im Endeffekt der Punkt, ja, an dem man auch sagen muss, ist Irren ist menschlich, es kann immer passieren. Und
wo ein Continuous Deployment sowas natürlich verändert hätte. Und zwar deswegen, wenn ich ein Continuous Deployment habe, dann habe ich nicht ein Big Bang Update mit, weiß ich nicht, wo die Applikation komplett neu eingespielt wird, sondern ich habe ein kleines Update, das wird eingespielt, da wird geguckt, ob alles noch in Ordnung ist, dann wird Rollback gemacht oder ich gehe ins nächste Level. Aber dass ich jetzt mehrere Tage aus dem Betrieb laufe, ja, sowas würde nicht passieren, wenn ich ein vernünftiges Continuous Deployment Konzept habe. Das an der Stelle kann ein fehlendes Continuous Deployment Konzept sehr, sehr teuer werden. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass alle, die jetzt hier in dem Call sind, nicht unbedingt die New Yorker Börse beliefern. Aber trotzdem kann schon sehr, sehr ärgerlich sein, selbst wenn irgendwie nur mein Webshop irgendwie einen Tag offline ist. Das kann schon sehr, sehr ärgerlich sein. Und deswegen macht es tatsächlich Sinn, sich von vornherein zu überlegen, wie kann ich mein Build-Prozess, also mein CI, mein Continuous Integration-Prozess und den Deployment-Prozess so weit wie möglich automatisieren und sicherstellen, dass ich halt auch jederzeit eine Rollback-Möglichkeit habe. Genau, und dann gucken wir uns das Ganze nochmal vom Sicherheitsblickwinkel an. Was heißt es, mit CI/CD zu entwickeln? Und ihr habt bestimmt alle gehört, es gab diesen großen Equifax Breach, das wurde 2017, wurde das dann öffentlich gemacht. Da sind Namen, Adressen, Geburtsdaten, selbst Führerscheinnummern, Sozialversicherungsnummern von knapp 150 Millionen Amerikanern einfach gestohlen worden oder kopiert worden. Ich finde ja bei gestohlen, hört sich immer so an, als wäre es nicht mehr da, ist ja noch da. Es wurde einfach kopiert. Und die Hacker haben einen Zero-Day-Exploit ausgenutzt, in einem sehr, sage ich mal, verbreiteten Framework, Apache Struts. Und ohne jetzt in die Details zu gehen, es war eine Verwundbarkeit, die man hätte erkennen können. Also die war klassifiziert als kritische Verwundbarkeit. Jemand, der ein vernünftiges Vulnerability Scanning gehabt hätte, der hätte das gewusst und der hätte auch was dagegen machen können. Und was wir nicht wissen, ist, ob Equifax das nicht möglicherweise auch gewusst hat, nur eben einfach, weil sie zu langsam waren, nichts dagegen gemacht haben. Was haben sie gemacht? Sie haben sozusagen den Tag gehabt, wo es dann rauskam. Das heißt, der Breach wurde auch in den Medien groß und breit diskutiert. Und dann haben sie 2 Monate gebraucht, um ein Upgrade rauszubringen für ihre Software. In der Zeit war natürlich alles, was sie da hatten, weiterhin verwundbar. Das heißt, die Schwachstellen konnten weiterhin ausgenutzt werden. Und das Ganze hat dazu geführt, dass sie dann eine außergerichtliche Vereinbarung von 575 Millionen Dollar gemacht haben und natürlich jede Menge sonstige Zahlungen leisten mussten und so weiter und so fort. Das Problem ist, die eine Seite ist klar, sie mussten dafür zahlen, aber die Daten von den Leuten sind ja trotzdem weg. Das heißt, das ganze Thema Identitätsdiebstahl ist damit noch nicht adressiert. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Man denkt dann, ja, gut, sie haben jetzt ihre, weiß ich nicht, 575 Millionen gezahlt, aber der Schaden ist ja trotzdem damit nicht irgendwie aus der Welt. Genau. Und all das, weil man an der Stelle nicht die Möglichkeit hatte, also im ersten Schritt mal vernünftig zu scannen und rechtzeitig festzustellen, dass einfach schwache Abhängigkeiten genutzt wurden. Das wäre ein Teil, den hätte ich im CI gesehen. Und das zweite ist, dass man nicht die Möglichkeit hatte, sehr, sehr zügig Updates zu fahren. Und ich meine, klar, wenn meine Entwicklungsmaschine, nenne ich es jetzt mal, wenn meine Entwicklungsteams nicht in der Lage sind, jetzt schnell ein Update rauszubringen, ja, dann kann ich denen 10-mal sagen, sie müssen das tun, sie können es halt einfach nicht. Und an der Stelle ist es halt extrem hilfreich, wenn ich mir als Team frühzeitig Gedanken mache, nicht erst, wenn ich in Not gerate, weil ich eben zum Beispiel eine Software rausgebracht habe, die echt Probleme macht, sondern wenn ich die Zeit habe und darüber nachdenken kann, dass ich dann sage, okay, ich setze das so auf, dass ich reaktionsfähig bleibe. Das heißt, dass ich auf der einen Seite eben alles automatisiert baue, aber eben auch automatisiert ins Deployment geben kann und dass das Ganze so kleinteilig ist, dass ich es eben auch jederzeit zurückrollen kann. Soweit, so gut.
Genau. Vielleicht noch ein letztes Wort, bevor ich euch die in die Fragerunde schicke. Und zwar, aus meiner Sicht ist CI/CD einfach ein Teil von DevOps. Und das bedeutet, dass ich einerseits über Tools rede und andererseits aber auch über Methoden und Kultur. Und die Idee von CI/CD unterstützt genau die Idee von DevOps, nämlich schnelle Entwicklungszyklen, schnelle Feedback, also kurze Feedbackschleifen. Das heißt, der Code wird verändert, er wird gebaut, es gibt sofort ein Feedback, entweder eben über einen Test, der fehlschlägt, oder über eine Security-Alarm oder über eine Compliance-Warnung, dass ich Lizenzen verwende, die ich nicht nehmen wollte, oder von einem Endanwender. Wenn ich vielleicht sogar ein richtig gutes Continuous Deployment habe, dann kann ich mit Blue-Green Environments kann ich tatsächlich testen und schon bestimmte, vielleicht friendly User oder auch einfach random User auf meinen neuen Code loslassen und habe halt immer die volle Kontrolle, vorwärts, rückwärts zu gehen, meine Updates wieder rauszubringen oder wieder zurückzuholen. Und genau das ist im Endeffekt die Idee von DevOps. Das heißt, dass ich mit CI/CD die Idee von DevOps unterstützen kann. Soweit, so gut. Das soll es für heute jetzt erstmal gewesen sein. War wirklich nur so ein High-Level-Überflug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr denn noch Fragen? All right, Frederick, do we have time for some questions? Yeah, so did you get some questions in the chat, Courtney? Yes, we did. So I'm going to read them off to you. The first question we have that came in is, you were talking about building with Jenkins. Does JFrog have a tool to build with? Ja, also die Frage war, dass ich halt gesagt habe, generell, mit welchen Tools kann man so bauen? Und generell Jenkins ist halt, sagen wir mal, ziemlich verbreitet. JFrog hat zwar grundsätzlich erstmal Artifactory als universellen Paketmanager, aber wir haben auch ein Build-Tool, das heißt Pipelines, jetzt nicht sehr fantasievoll, aber mit Pipelines kann ich, genau wie mit Jenkins auch, eine komplette CI/CD umsetzen. Warum sich Teams für Pipelines entscheiden statt für Jenkins, ist meistens, weil Jenkins ist so mächtig, ich kann damit wirklich alles machen. Und das führt halt dazu, dass Teams auch Sachen machen, die gar nicht unbedingt gewünscht sind. Und da ist es praktischer, wenn ich halt ein Tool habe, was genau das erfüllt, was es soll. Also wirklich in dem Fall konkret Continuous Integration, Continuous Delivery macht. Das heißt, je größer die Organisationen sind, desto mehr sind die dahinterher, den Funktionsumfang tatsächlich auf CI/CD zu begrenzen. Und mit Jenkins kann ich halt sehr, sehr viel mehr machen. Aber um die Frage nochmal kurz zu beantworten, ja, JFrog hat was und das heißt JFrog Pipelines. Second question. Yeah, second question is, this is a great one. Will I use the same tool for CD that I use for CI, or do I use different tools, or do people use different tools? Ah, okay. Also die Frage ist, ob ich für CI und CD verschiedene Tools nehme oder ob ich das mit einem Tool abfeuere. Tja, das kommt auf euch an. Also es gibt Tools, die sind, CI-Tools gibt es, die Sand am Meer. Und mit den meisten kann ich auch CD machen. Beispiel Jenkins wäre jetzt, ich habe eine gedockerte Applikation, kann jetzt irgendwie was mit NPM im Frontend und irgendwas mit Java im Backend sein. Das Ganze wird über Docker-Container gekapselt und dann in einem Kubernetes-Cluster deployed und dann können eben entsprechend Endanwender darauf zugreifen. Sowas kann ich komplett mit einer Jenkins-Pipeline oder mit mehreren Jenkins-Pipelines umsetzen. Das kann ich auch mit JFrog-Pipelines machen. Aber es gibt auch Tools, die den Deployment-Prozess noch mal besser begleiten können, die einem da zusätzliche Informationen liefern. Ist halt die Frage, wie weit will man seinen Park an Tools erweitern und was braucht man auch? Also ich würde halt persönlich immer dazu tendieren, die Sache so schlank wie möglich zu halten. Das heißt, ein weiteres Tool nur dann einzuführen, wenn ich es wirklich brauche. Aber generell gibt es tatsächlich auch CD-Tools, die dann nur CD machen. Did we have another question, Courtney? Yes, or yeah. Is it that? Okay. That we have one more. I understand that CI/CD aims to get development faster, but it sounds like it works a lot. It's a lot of work to maintain these CI/CD tools. Is that true?
Also die Frage ist, ob durch die Menge der Tools es am Ende überhaupt alles schneller wird oder ob ich nicht am Ende super viel Aufwand habe, das Ganze zu pflegen. Die Antwort ist natürlich klar. Wenn ihr CI/CD macht, dann kostet euch das Arbeit. Jemand muss die Tools pflegen, ganz klare Sache. Jemand muss sich auch damit auskennen, das heißt, man muss irgendwie auch das Wissen aufbauen. Andererseits müsst ihr überlegen, was bedeutet es, wenn ich es nicht habe. Und ich finde eigentlich dieser Equifax-Breach, den ich da gerade nochmal erläutert habe, der zeigt eigentlich sehr schön, dass ich ohne CI/CD heute gar nicht mehr bestehen kann am Markt, weil ohne die Reaktionsfähigkeit, sehr zügig ein Update rauszubringen, kann es mir halt jederzeit passieren, dass ich komplett vom Markt gefegt werde. Deswegen, ja, es ist natürlich sehr viel zusätzliche Arbeit, aber ich denke nicht, dass man sich erlauben kann, ohne das heute noch zu arbeiten. More questions. That was it, and I know we're at time, but I just want to remind everyone to email webinars@jfrog.com, webinars@jfrog.com. We will get those questions answered to post-event, or anytime you guys have any questions regarding any webinar, any content, you're more than welcome to email that alias. We are more than welcome to answer those within 48 to 72 hours. I want to sign off. My name is Courtney. I appreciate everyone joining us today. And Frederick, go ahead and say your goodbyes. Thank you. Tschüss. Danke. Ciao. Bye.